ducken, jawohl. Ne, wir müssen nach vorne jetzt, um die Munition abzugreifen. Jawohl, die Munition ist wichtig. Zack, tot sind sie. Arschkrampen. Lagers ist wieder am Start. Hinter mir müsste einer gedroppt sein. Nee, da war niemand. Sehr schön. Ja, dann kommt mal rüber hier. Ich warte. Nachgeladen. Geben wir es ihm nochmal. Richtig schön. So, Geld wird eingesammelt. Ab nach vorne. Bloß nicht in der Mitte stehen bleiben. In der Mitte stehen bleiben ist immer schlecht. Zack. Dir gebe ich jetzt nochmal ein... Ah, fuck! Ah, kacke, Mann! Was für ein scheiß Timing-Pech ich auch habe. Das ist unfassbar. Boah, war das knapp. Der hätte mich fast gekillt, der Wichser. So, komm schon. Irgendwas stimmt hier auch nicht mit der X-Taste. Die ist ziemlich abgefuckt schon. Oh, ich hoffe, ich pack's jetzt, weil ansonsten kriege ich noch einen Ausraster hier. Heil dich mal bitte. Dankeschön. Jawohl, da ist er tot. So, Geld eingesackt. Hier gebe ich's auch noch. Nein! Oh Mann! Ach, du kriegst jetzt eh auf die Schnauze. Trottel. Lord Sadler, ja, ja. Sodala! Ihr zwei interessiert mich jetzt nicht. Ihr trefft eh nichts mehr, wenn es hier so zugeht. Hier fahren wir jetzt die ganze Zeit im Kreis. Zum dritten Mal! Fuck, Mann! Ich muss einfach schneller drücken. Es hilft einfach nichts. Komm schon! Oh, Gott sei Dank, Mann. Oh, fuck. Krass. Krasser Scheiß, Mann. So. Bestandsaufnahme. Ein Erste-Hilfe-Spray haben wir vergeudet. Ja, vergeudet haben wir verbraucht. Viel Schrotgewehr-Munition haben wir verbraucht, aber das macht gar nichts. Denn die Striker habe ich ja schon mal erwähnt. Die können wir später auf 100 Schuss aufpowern. Und ja. Dann nehmen wir mal den Opferstein hier. Mir geht eine Cutscene ab mit Ada. Mir fehlt eine. Ohne Scheiß. Wo... Ich will jetzt nicht spoilern, weil eventuell kommt die noch, aber ich... Eigentlich nicht. Die hätte schon kommen müssen. Hm. Ganz komisch. Ja, die fehlt. Da fehlt eine ganze Cutscene. Und ich habe sie nicht weggedrückt oder weggeschnitten oder sonst irgendwas. Sie fehlt einfach. Ja, finde ich schade. In der Cutscene greift Leon Ada an, weil er ein bisschen von seinem Plagas-Scheiß beeinflusst wird. Weil, ja, das Ding halt schon geschlüpft ist und jetzt Kontrolle schon langsam über Leon übernimmt. Ja, und die Cutscene fehlt halt einfach. Irritiert mich jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht eventuell ist die in der PC-Version nicht drin. Das kann gut sein. Ende von Kapitel 4.3. Sehr schön. Speichern, jawohl. Zack, zack, weiter geht es. So, sind wir wieder in der Burg. Jetzt wird's wieder angenehm. So, jetzt ist auch... Ich habe vor einer Stunde oder so mal angesprochen, dass es eine kleine Statue von Salazar gibt. Die sehen wir jetzt auch zum ersten Mal. Merkt euch meine Worte. Eine kleine Statue. Sehr schön. So, weiter geht es. Hier ist sie auch schon. Man sieht schon die Hand. Mehr sieht man noch gar nicht, weil sie so klein ist. Ja, sie ist so klein, sie passt gar nicht ganz ins Bild rein. Da ist sie auch schon. Sodala, hier wird es auch gleich richtig rund gehen. Da können wir jetzt noch nicht durch. Denn, ja, die Brücke wird abgesenkt und schwimmen kann Leon bekanntermaßen nicht. Jetzt geht's rund. Gegner kommen.
So, du Arschkriecher, dich hole ich mir, du. Ich knall dich jetzt nicht ab, weil das verschwendete Munition wäre. Dich kann ich auch mit dem Knife dann töten. Aber ich finde es so kacke, dass man die Leute in der Burg dauernd mit Suplex bearbeiten muss und nicht mit Tritten. Komm schon. Jawoll. So, ein Schuss pro Gegner ist in Ordnung. Das kann man so stehen lassen. Ist hinter mir jemand? Nope. So, da ist nichts drin. Schade. Keine Munition drin. Wie soll es auch anders sein? So, ist hier jemand? Ja, da ist natürlich jemand. Achtung, die kann man schlecht messern, weil die so unberechenbar sind mit der, mit dem Morgenstern. Die Reichweite ist wirklich unberechenbar. Muss man echt aufpassen. Sodala. Es droppt halt keine Munition. Nur Geld, immer nur Geld. Dachtest du, dass du mich hier triffst, oder was? Du bist ja ein Horst. So, bevor der nächste rüberkommt, ist der hoffentlich tot, jawohl. So, sobald er rüberspringen will, sobald wenn er rüberspringen will, dann... Was ist denn das für ein Held? Du sollst zu mir rüberspringen, damit ich die messern kann. Und du runterfällst und es dir viel, viel, viel schönen Schaden macht. So, dann fahr mal wieder hoch, von mir aus. Jetzt dreht er wieder um. Ey, was für eine dumme KI, ganz ehrlich, was für eine dumme KI. Trottel, bleib bloß drüben, du Wichser. Zack, Tschüssikowski. Ah, fuck! Ja, natürlich, natürlich. Und er holt nochmal aus. Natürlich. Ey, super läuft das. Ey, geil. Geiler Scheiß. Sodala, ihr geht mir alle zu sehr auf den Sack. Runter mit euch. Oh, fuck it. Her mit der Pistole, bitte. Jawohl, da platzt der Kopf. Da platzt der Kopf, jawohl. So, die kommen eh gleich wieder hoch. Da habe ich nicht viel Zeit. Die erste Brücke wird angehoben. Sehr schön. Gleich sind sie wieder alle da. Keine Munition drin. Es ist so unglaublich. So. Boah, da unten liegt Munition. Ich muss runter. Ich muss sofort runter. Jeder Schuss ist wichtig. Zwei Schuss. Für zwei Schuss bin ich runtergesprungen. Ja. Ja gut. Zwei Schuss können über Leben und Tod entscheiden. Vor allem bei der Striker. Beim Schrotgewehr ist das manchmal wirklich super, wenn man dann noch zwei Schuss übrig hat. Auf geht er, komm. Nicht hoch. Ich muss jetzt. Warte, ich muss hier hin jetzt. Mach ich den Schalter, dann geht die andere Hand auch. So. Und rüber. Guten Tag. Geh drauf. Bitte geh drauf. Jawohl. Na, da guck ihn dir an. Runter mit dir, du Sack. Du kriegst einen Kopfschuss. Ich wollte eigentlich nicht, dass du runterfällst. Da liegt Munition. Super Sache. Jawohl. Sodala, schnell weg. Verarscht. Ich gehe erstmal hoch. So, oben dürfte es clear sein jetzt. Jawohl. Plündern wir noch schnell die Vase. Ah, da ist wieder nichts drin. Mann, ey. Ja, ich warte auf dich. Kein Thema. Weh, du springst jetzt... Oh, Mann, was macht er denn? Oh, fuck. Was mache ich denn, ist die Frage. Was mache ich denn, ist die Frage. Warum springe ich denn dem hier voll auf die Fresse? Ich verstehe es nicht. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, wo sind denn die anderen zwei Arschkrampen? Die habe ich... Warum ist denn da nirgendwo was drin, Mann? Die sollten da unten sein. Da kommt auch schon der erste. Tschüss.
Und immer schön reinmessern. Jawohl, das war's. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist... Oh, es ist doch lächerlich! Wofür sind denn die Vasen dann da, wenn nichts drin ist? Das ist doch... Also ich weiß, ich heul gerade wirklich viel rum. Wegen den Drops. Oh. Boah, fuck, dass der mich erwischt hat, hätte ich nicht gedacht. Ich heul gerade wirklich viel rum wegen den Drops, aber es ist der erste Playthrough, wo so wenig Munition gedroppt wird bei mir. Außer auf Profi. Da ist es ganz normal, dass wenig Munition kommt, aber auf normal sollte wirklich mehr kommen. Wo sind denn die ganzen Gegner? Kommt doch mal bitte her jetzt. Ihr habt sicher irgendwo Munitionsdrops. Also jetzt, das war gerade, der Raum war echt lächerlich, dass da so wenig Munition kam. Komm schon, ich kann das. Fuck! Zum Kotzen ist das, zum Kotzen. Ich mit meinen Quicktime-Events, ich hab's nicht so mit denen. Wir verstehen uns überhaupt nicht. Drecks, verfickte Scheiße, wenn ich jetzt alles nochmal machen muss. Nee, zum Glück nicht. Gott sei's gedankt, Mann. Komm schon, schneller, 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 schneller. Jawohl. Und raus hier, du. Mann, Mann, Mann. So. Ab geht's zum Endgegner. Ach so, hier geht's noch weiter. Das hätte ich mich fast schon ausgeruht. Jawohl, jawohl. Sehr schön. So. Endgegner ist da. Und wir haben... Bestandsaufnahme. Kaum mehr Munition. Also wirklich kaum mehr Munition. Das wird... Das wird richtig knapp, du. Ja, weiter geht's. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual. It's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. So geil. Die geilste Szene im ganzen Spiel. So, jetzt müssen wir nur noch den Turm erklimmen und dann sind wir auch schon beim Endgegner des zweiten Teils von drei Teilen im Spiel. Und das machen wir doch jetzt. Jetzt hoffen wir nur, dass hier noch einiges an Munition und Lebensenergie rumliegt. Jawohl, gelbes Kraut. Brauche ich zwar jetzt nicht, aber für später ist das sicher nicht schlecht. Wenn wir unsere Lebensenergie aufs Maximum bringen, ist ja jetzt inzwischen auch schon ziemlich hoch. Und das aber nur, weil ich Ashley kaum gelbe Kräuter gegeben habe. Hier kann man natürlich auch die Lebensenergie erhöhen. Habe ich aber nicht gemacht, denn Ashley kotzt mich an. Oh, hier ist er. So, jetzt geht Donkey Kong Spiel los. Wir müssen Fässer ausweichen. Völlig normal. Und hier springen die Leute rum und ja, warten schon auf uns. Aber um ehrlich zu sein, warte ich jetzt erstmal auf die Typen. Denn die werden eventuell auch von Fässern überrollt, wenn sie denn auf uns zulaufen. Von hinten kann ja keiner kommen, denn die Brücke ist ja im Arsch. So, ich hoffe, dass jetzt ein Fass kommt. Das erwischt ihn aber nicht mehr. Oh Mann, knie dich doch dann bitte hin. Was soll denn das? So. Kommt dann, läuft da noch einer runter irgendwo? Nee? Okay. Dann beim nächsten Fass, das hier rein klatscht, laufen wir los. Zack. So, weiter geht es. Es ist
gar kein Thema hier. Das ist alles kein Problem. Wieso denn Geld? Mann, da muss ich einfach rumheulen. Wenn ich nur Geld bekomme, nur nutzlose Sachen.